Somit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem weiteren Kuhlmann LP. Ja, was sind wir heute? Wir machen mal Uncharted 3. Schön sind ihr dabei. Beim Intro. Die Geschichte geht los. Gerade jetzt und da. Ja, es geht um den Ring, den wir unten rechts sehen im Bild. Nicht enttäuscht sein, aber ich habe jetzt gefunden, ich mache gerade mit Uncharted 3 weiter. Aber kurz alle hören. Menschen träumen. Aber nicht gleich. Die, die während der Nacht in der staubigen Tiefe ihres Verstandes träumen, wachen am Tage auf, um zu entdecken, dass alles nur Wahn war. Aber die Tagträumer sind gefährliche Menschen, denn sie können ihren Tagtraum mit offenen Augen darstellen, um ihn wahrzumachen. Das tat ich. Arme hoch. Na, macht's Spaß, Kumpel? Oh ja, ich lach mich tot. Nette Begrüßung. Sind beide sauber. Ich bitte um Verzeihung. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Sie sind also Talbot. Mr. Sullivan und Mr. Drake. Anwesend. Haben Sie ihn? Wir wollen erst das Geld sehen. Carter. Es ist alles da. Zeigen Sie her. Ich muss die Echtheit überprüfen. Sicher doch. Silber. 16. Jahrhundert. Elisabethanisches Design. Sir Francis Drakes Motto ist eingraviert. Nun, sieht aus, als wäre er echt. Ja, natürlich ist er echt. Wenn ich fragen darf, wo haben Sie das gute Stück her? Ist das wichtig? Mein Kunde wird sehr zufrieden sein. Einen Moment mal. Sully, das ist gefälscht. Glauben Sie mir, Mr. Drake. Oh, du hast recht. Das ist doch falsch wie ein 3-Dollar-Schein. Was zur Hölle soll das hier werden? Vielleicht sollte ich Sie das fragen. Das ist Bullshit. Deal ist geplatzt. Und Sie? Sagen Sie Ihrem Kunden einfach, Sie haben's versaut. Komm, Nate, verschwinden wir von hier. Sie sind nicht wirklich in der Position zu verhandeln. Geben Sie mir den Ring, nehmen Sie den Koffer und gehen Sie hier raus wie Gentleman. Solange sie noch können. Hör besser auf ihn, Junge. Sie sind ein Dieb. Wirklich? Was für eine Ironie. Ja, da legen wir doch mal los. Na los. Mehr kannst du nicht. Der gehört mir. So, ja, wenn wir die Schläge ein am Anfang, das ist, ja, Morgensport für den Nathan. Na, mal herzlich willkommen. Lass uns doch mal mit mir. Na los! Ah, du Pisser! So. Jetzt nicht nachlassen! Okay, Mann, du bist erledigt! Yeah.
Na, Sani und... In Automanier. Ah. Okay, Bill, halt drauf! Lass das lieber um. Scheiße! Schnappt ihn! Hey, das war mein Drink! Gut. Kommt schon, Jungs, hört auf damit, ja? Wir kommen jetzt alle, ich komm noch. Mach sie platt! Ist das alles? Was soll denn das werden? Schnapp ihn! Mann, das ist aber schnell eskaliert. Verdammt! Moment. Gib mir einen Moment, Mann. Okay, Lust auf mehr. Und auch Griff. Alles klar da drin? Ah, mal spielen, bitte. Nur mein Stolz. Wir brauchen eine Saugglocke. Komm, los, Nate. Hier, wir können hinten raus. Haltet sie! Ich hab den alten Knacker! Kannst du losgehen, Mann? Ja. Los. Typisch Yankee, nur heiße Luft. Hey, 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 hey. Der hat genug. Oder Kumpel? Nicht. Bleib unten. Hallo, Victor. Kate. Immer noch in der Gosse, mit ihrem Schützling, wie ich sehe. Nicht gerade angemessen in ihrem Alter. Sie stecken also dahinter. Oh, vorsichtig. Nicht, dass sie sich auflösen. Derselbe kleine Scheißkerl. So furchtlos.
Ich frag mich, wovor sie überhaupt Angst haben. Nicht vor Kugeln, Blut oder Knochenbrüchen. Nein, sie stehen da drauf. Nicht wahr? Das Risiko. Der Tod. Nein. Mr. Sullivan, ich tue Ihrem Kleinen schon nichts. Ich will nur, was mir gehört. Geben Sie ihn her! Oh, Vater! Oh nein, oh Gott, nein! Sie Idiot! Oh, gern geschehen, Euer Majestät. Marlowe, Sie müssen sofort weg von hier. Oh, bitte, das waren doch nur ein paar kleine Arschlöcher. Was? Da liegen sie beide. Wow. Hektischer Start, muss ich so wirklich sagen. Ja, wir kennen es nicht anders von Uncharted 3. Von dem her, ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Also, es geht um den Ring. Es geht um, ja, Francis Drake. Und, ja, wie wir entstanden sind, nehme ich jetzt einmal an. Und darum sehen wir auch da der junge Nathan. Irgendwo in einer Stadt, wo es, ja, Spanisch redet. Mal schauen, woher das sich das bringt. Die Ausstellung von Pirat Francis Drake. Ich denke, wir gehen irgendetwas suchen. Okay. Und los geht's. Großes aus kleinen Ursprüngen. Sic Pavis Magna. Ha! Das ist es nicht. Suchen wir sehr wahrscheinlich die richtige Vitrine, hä? Nein. Cartagenas. Was haben wir denn da? So, also El Pirata, da sind wir in der Ausstellung. Drake's Ship, The Golden Hind, wie auch immer. Sic Parvis Magna, der Spruch nochmal. Borneo, Palau, das ist irgendeine Route von einem Schiff. Ein paar Skizzen, ein paar mehr. Noch mehr. Ja, schauen wir mal. Ha! Nein. Hier nicht. Kampf gegen Spanier. Aber wir sind auf dem richtigen Weg, habe ich das Gefühl. Nein. Vielleicht oben. Gehen wir mal schauen, was da oben sein könnte. Eine von den Vitrinen muss es sein. El Museo cierra en 15 minutos. 15 Minuten haben wir noch Zeit. Ha! Taucheranzug. Ha, nein, das ist es auch nicht. Mist.
Und wen haben wir denn da? Ein bisschen jünger noch. Wenn das nicht der Sully ist. Sehr wahrscheinlich Geschichte, wie wir ihn kennenlernen. Das ist ein guter Kollege. Der Sully. Also quasi Sully, Sully. Ha. Lustig, hä? Aber ich bin wieder am Morgen aufnehmen. Der Humor ist noch ein bisschen flacher. Aber das entwickelt sich. Ja, wie ist das bei euch? Geht ihr einfach gerne im Museum oder so? Ich finde es teils noch spannend, aber nicht so das Kriegzeug, aber ja, so Piratenzeug würde ich jetzt schon noch mal anschauen gehen. Ah, der Garry! Ratita Callejera! Suélteme! Clase de gente no es bienvenida aquí! Quédate afuera! Dacho. Oh, da ist er ja. Ach, danke. Verfolgungsjagd, hä? Was blinkt da hinten vor der Tür? Haben wir das gesehen, da rechts? So sind Chats angezeigt. Und Löffel. Schauen wir später an. Ich muss dranbleiben. Vorsichtig, der junge Nathan. Julio. Epa, que hubo, cuadro, ¿cómo estás? Oh, ich darf doch, oder? Vete de aquí, limosnero. Ja, war eh verfault. Aber ist wieder schön. Muss ja sagen, dass. Hey, wo ist der hin? Ein älter Spiel. Ich glaube, aus dem 2011, wenn ich das richtig habe, im Kopf habe. Aber auch da grafisch sehr, sehr gut wieder überarbeitet mit dem Remastering. Mir macht Spaß, da die junge Nathan spielen. Gespannt, woher das, uns das Ganze führt. Aber ich habe das Gefühl, in dieser Geschichte haben wir auch wieder weit, weit unterwegs oder weit rum. Und ja, vielleicht dann auch als kleine Erklärung nochmal. Ich meine, ich habe jetzt grundsätzlich da mal den dritten Teil von Uncharted angespielt. Bin aber sehr, sehr beschäftigt mit anderen Titeln. Das heisst, ich werde jetzt dann mal den nächsten ja, Titel auf der Xbox One anspielen. Ich bin da ja auch gebeten, weil das Horrorspiele machen. Da machen wir sicher auf der einen Seite 7 Days to Die als Herausforderung fürs erste Horror-Game. Und Recore wäre auch noch so ein Game, das man sich einmal auszuwählen. Verschlossen! Ich muss einen anderen Weg da hochfinden. Aber jetzt sind wir zuerst mal ein bisschen klettern da morgen früh. Mit dem Nathan. Realistisch gemacht, wenn ich klettere, finde ich. Das sieht bei mir genauso leicht und dynamisch aus. Keine mich. Was macht er da drin? Hier sehe ich nichts. Hey, ich will dich nicht helfen machen. Wer weiß, auf mich wartet eine Lady. Wer weiß schon. Aquí lo tiene. Ajá. Ja, schau mal, wie ich das. Gracias. Adiós, amigo. Adiós. Okay. Ich brauche die Geldbörse. Mist. Hier kann ich auf keinen Fall lang.
Ja, und ich würde sagen, Sully-Verfolgung ist sicher jetzt mal das erste Ziel. Ja, wie das so läuft. Wie das so läuft, meine lieben Leute. Ja, das. Das sehen wir beim nächsten Mal. Ich glaube, ein optimaler Punkt zum Pause machen. Ich bin begeistert von den ersten 20 Minuten. Schaut auf dem Channel, es wird jeden Tag eine weitere Folge von die 20 Minuten kommen. Das war Uncharted 3, gewesen, Drake's Deception und ja, ihr seid mit dabei, ich auch. Darum, gebt doch ein Like, es lohnt sich für euch und für uns. Oder ein Abo, in dem Sinn, ich kann mal arbeiten und trainieren gerade weiter.